Als Weltmeister im Dauerlächeln genieße ich es geradezu, ernst zu sein. Jeder möchte mein erfolgsverwöhntes Dauerlächeln sehen. Also bitte nein, pardon, lächeln können Sie selbst. Sie schauen in den Spiegel, atmen aus und atmen ein. Sie lächeln. Sie lächeln, auch wenn es schwer fällt. Ich weiß, dass es schwierig ist. Unsere Muskeln sind so verkrampft, weil sich die ganze Menschheit verkrampft. Die Welt muss besser werden. Ich muss besser werden. Du, er, sie, es. Alle müssen besser werden. Sie müssen lächeln. Können nicht lächeln, lächeln trotzdem, tun zur Not nur so, als ob. Plötzlich spüren sie ein zartes Lächeln über ihr Gesicht huschen. Das ist der Anfang des magischen Dauerlächelns. Bald beherrschen sie es perfekt. Sie können ständig und völlig grundlos vor sich hin. Vor allem die Damen, pardon, die Supersmiley-Televisionsdamen können uns anlächeln, weil sie meine Trainingstipps zum entspannten Dauerlächeln befolgen. Meine Ernährungsvorschläge. Zwiebeln, rohe Zwiebeln, fein raspeln, in einem extra scharfen Senf-Weinessig-Chili-Dressing einlegen, beim Verzehr säuerlich lächeln. Vor meinem Weltrekord vertilgte ich eine gewaltige Schüssel dieser Senfzwiebeln. Ich begann zu lächeln und hörte nach 11 Stunden und 53 Minuten zu lächeln auf, weil ich schon lange Weltmeister war. Mit meinem Dauerlächeln habe ich Millionen verdient. Für ein Lächeln verlange ich 5000 Bar auf die Hand. Wenn Sie mich dabei fotografieren, werden Sie arm. Den meisten Leuten ist das egal. Sie bieten gigantische Summen, damit ich vor Ihren Kameras rumlächle. Mit dem Geld kann ich Häuser bauen. Ich kann Wahlen gewinnen und Länder erobern. Meine Zahnpasta ist mein größter Erfolg. Jeder will sich mit meiner Supersmiley die Zähne putzen. Zum Glück habe ich mein Lächeln patentieren lassen. Niemand kann es besser als ich. Ich bin der Weltmeister. Meine Goldmedaille grinst mich an. Lächeln ist gesund.